Herzlich willkommen zum OSM-basierten Kartenherstellung mit QGIS und PostGIS unter dem Titel auch Descartohack. Wenn Sie sich jetzt wundern, wie diese Kombination zustande kommt, dann sei das kurz erklärt. Normalerweise gibt es alle 2 Monate so eine DGFK-Veranstaltung Cartohack. Es geht bei der DGFK rund um Karten und das ist so die Idee, mal so zeigen, so in einer Stunde, wie man jetzt so Kartenvisualisierungen baut. Und da das jetzt diesen Monat so ein bisschen mit der PostGIS zusammengefallen wäre, haben wir gesagt, wir machen das einfach live hier. Und so haben sie jetzt so ein bisschen die Kombination. Sie sind in NCS echt dabei. Ich zeige jetzt so ein bisschen das, was ich mal so zusammengebaut habe aus den letzten Jahren, wie ich Karten mache, bereitgestellt. Eigentlich ähnlicher Setup wie vorher jetzt mit QGIS und PostGIS. Und ich habe dem ganzen Projekt auf GitHub einen Namen gegeben, Graubrot. Ehe ich zur Sache komme, mal ganz kurz, wer bin ich, was treibe ich hier, was mache ich? Die Folien verraten es schon, ich arbeite bei der Firma Wehr Group, bin da offiziell GIS-Experte, bin studierter Kartograf und Geoinformatiker, habe dann letztes Jahr fertig promoviert zum Doktoringenieur, war lange Zeit auch wissenschaftlicher Mitarbeiter, bin irgendwie noch bei der DGFK hochgerutscht als Sektionsleiter, vertrete jetzt irgendwo auch mal an der HTW Dresden da eine Lehrveranstaltung und ansonsten bin ich OSM-Beitragender. Sie merken schon, irgendwie Karten ist irgendwie mein Leben. Also, darum geht's hier. Graubrot habe ich das Ganze genannt. Naja, es soll sein ein Basisprojekt für die Herstellung von Karten mit QGIS. Könnte aber auch sein, dass man sagt, ich will eine Analyse von Daten machen dafür. Also, klar. Oder ja, was auch immer am Einfeld. Ich will eine Hintergrundkarte bauen. Die Idee ist so ein bisschen wie das Butterbrot hier, Graubrot, soll die Grundlage sein. Und jeder kann sich dann seinen Senf, seine Butter und seine Marmelade drauf schmieren. Ist einfach das Grundprojekt, was ich irgendwie Studenten mal in die Hand drücken will, so nach dem Motto, machen Sie mal mit OSM eine Karte, aber Sie müssen jetzt bitte nicht bei Null anfangen. Wir fangen jetzt bitte schon bei 60% an. Sie haben schon mal eine Karte und ich will das jetzt Ganze mal vorstellen. Kartografisches Thema, das andere ist dann so ein bisschen datenbankgestützte Generalisierung. Ich habe ein bisschen was vorbereitet. Ein bisschen zeigen, was geht und das versuchen zu erklären. Was ist jetzt schon mal irgendwie damit passiert? Das war letzten Herbst an der TU Dresden, war das mit Masterstudenten, ging es darum, mal Lehrveranstaltung, wir machen mal eine Karte. Ne? Ich habe den Studenten gesagt, also ich habe jetzt ein Gebiet da rausgesucht, wir waren da auch mal eine Runde wandern, haben noch ein paar Wege erfasst bei OpenStreetMap und sie sollten daraus eine Karte machen. Und damit sie halt nicht bei Null anfangen, habe ich ihnen das Kartenprojekt, was Sie gleich kennenlernen, gegeben und habe vor den Studenten dann in einer Stunde mal ausgebreitet, so einen Satz Karten und habe gesagt, suchen Sie sich eine aus und bauen Sie mal den Stil nach. Sie haben das Ausgangsprojekt. Und da ist diese Karte zum Beispiel rausgekommen. Anderes Beispiel, das war eine topografische Wanderkarte, eine topografische Karte mit Wanderwegen in Sachsen, die sah früher dem ähnlich da. Haben diese Studenten recht erfolgreich nachgebaut. Anderer Einsatz, habe ich das auch gezeigt, so ein bisschen sehen Sie schon, wie die Karte dann bei mir aussieht, hatte ich hier heute für einen Workshop. Im Einsatz habe ich irgendwo Daten in Polen rausgesucht, Beispiel für Labeling, einfach mal ein Beispieldatensatz auf Basis von OSM. Was kann das jetzt nur alles? Ne? Ist eine Sammlung letztendlich von Skripten und einer Importkonfiguration für OSM to PGSQL. Schneide zu auf einen bestimmten Kartenausschnitt, macht den richtigen Kartennetzentwurf. Also gut, den muss man sich selber raussuchen, aber dahin wird dann automatisch umprojiziert, gibt ein QGIS-Projekt dazu, das schaut in die Datenbank und man hat dann erstmal so eine Visualisierung. Also man sieht erstmal, was man importiert hat. Beim Import werden so schon ein paar bereinigende Schritte ausgeführt. Also ich schaue mir da an, Tunnelbrücke mache ich einfach zum Boolean. Ist das true oder false? So aufbereitet, dass ich sage, ich muss jetzt nicht mehr gucken, ist das jetzt null? Ist das yes? Steht da 1 oder 0 drin? Das ist einfach schon alles bereinigt und habe auch mal eine Generalisierung vorbereitet, wo ich sage, das kann ich Studenten geben für datenbankgestützte Generalisierung. Passen Sie mal die Werte an, ohne dass Sie das Rad neu erfinden müssen, damit Sie mal sehen, was passiert, wie könnte das aussehen. Da das Ganze jetzt auf GitHub ist und ich dachte, das ist immer vielleicht ganz gut noch so schön für die Studenten, wenn sie verstehen, was da passiert, habe ich immer noch Grafiken gemacht. Das ist so eine extra Readme-Datei, quasi wo ein bisschen erklärt ist, was gibt es dann in den verschiedenen Tabellen für Spalten, welche Tags landen da jeweils, kann man alles nachlesen.
um Verständnis zu haben nach dem Motto, wie fasse ich das jetzt zusammen, zum Beispiel, was wird jetzt alles hier als Grass betrachtet, was wird jetzt zu Wald, da fasse ich hier Land Use Forest und Natural Wood einfach zusammen und sage, soll auf der Karte einfach wie Wald aussehen, ist gut. Es ist eine Sache davon. Insgesamt, was da passiert, ist ganz, ganz einfach im Grunde, OpenStreetMap-Daten werden in der Datenbank importiert und visualisiert. Ich habe jetzt mal hier die Hauptparameter farbig hinterlegt. Man gibt dem Osmium am Anfang eine Bounding-Box mit, schneidet das auf ein Gebiet zu, macht das Ganze schneller, den Import und auch dann die Generalisierung. Man sagt, der Konfiguration für den Import, was ich geschrieben habe, gibt man den EPSG-Code an und da werden die Daten automatisch reprojiziert. Und man definiert noch einen Service, das macht es einfacher, den Datenbankzugriff, muss man nur den Namen angeben in PG-Service und muss dann nicht immer Nutzername, Passwort, Datenbankport angeben, sondern hat das einfach gekapselt. So, kann man dem QGIS da mitgeben, am Ende kommt eine Karte raus. Nochmal aufgelistet, wie sieht das aus? Also ich brauche halt die OSM, PBF oder XML-Datei, den Ausschnitt irgendwie Xmin, Ymin, Xmax, Ymax im WGS84 und die PG-Service-Konfiguration. So eine Konfiguration kann zum Beispiel so aussehen, Host hinterlege ich da an der entsprechenden Datei, ist der Localhost, der Port, der Nutzername, das Passwort und den Datenbankname. Macht es dafür mal einfacher, dann muss ich nur noch im QGIS bei der PostGIT-Verbindung angeben, bei Dienst Graubrot, fertig bin ich. Das macht es auch bequemer, wenn ich einfach irgendwas umstelle. Software sollte installiert sein, Osmium, OSM, PGSQL, eine PostGIS-Datenbank und QGIS braucht man. Läuft theoretisch auch alles unter Windows. Wenn man OSGIS für Windows nutzt, sollte damit funktionieren. Ansonsten Linux macht es wirklich einfacher in dem Fall. Genau. Letzten Endes habe ich dann versucht, das noch durchzuautomatisieren. Drei Skripte, die ich jetzt mal zeigen werde. Das eine macht einmal den Import, quasi den Zuschnitt, den Import, Generalisierung von der Datenbank wieder in die Datenbank rein. Und dann noch ganz praktisch, wenn ich das Studenten mal an die Hand drücken will, ein Skript, was das Ganze noch die ganzen Layer rauszieht und das Geopackage speichert, so nach dem Motto, bitteschön, wir brauchen keine Datenbank, sie brauchen nur die fertigen Daten, fertig aufbereitet. Super, läuft für mich durch. Also, Zeit für eine Demo. Und ich habe mir überlegt, um das ein bisschen interaktiver zu machen, wir machen jetzt mal eine Karte von irgendeinem Ort. Um das jetzt Ganze ein bisschen geografisch einzusetzen, ich will jetzt erst noch nicht OSM-Daten herunterladen. Wir brauchen irgendeine Stadt in Sachsen. Vorschläge? Pirna, ne, das war schon das Demo-Beispiel. Was ist das andere? Dann nehme ich mal lieber ein. Okay, Freiberg? Gegenstimmen? Freiberg ist cooler, Schmilka ist am Rand, das ist, da fallen wir dann runter. Gut, dann gucken wir. Eilenburg. So. Eilenburg. So. Genau. Ich nutze die Webseite hier einfach ganz schön, um mir eine Bounding-Box zu definieren. Ich mache es jetzt mal nicht so groß für den Import. So. Habe ich hier meine Bounding-Box, ich kopiere mir das mal in den Speicher. Wenn Sie wissen wollen, das Ganze, wo das läuft, ich habe es jetzt relativ einfach, googeln Sie danach nach meinem Namen oder gucken Sie auf GitHub, gibt es das ganze Projekt und da liegen jetzt die ganzen notwendigen Skripte inschließlich der Dokumentation. Was auch nochmal so ein bisschen erklärt ist, die wichtigsten Schritte und hier, das ist gerade Pirna schon. So. Ich habe mir das natürlich jetzt schon alles runtergeladen und vorbereitet und jetzt hier mal das Skript offen für den Import. Hier füge ich jetzt meine Bounding-Box ein. Hab gesagt, Input-Datei, Sachsen lebt es, OSM-PBF, finden wir bei der Geofabrik, kommt das rein und gebe hier noch den Service-Namen an. So, also sage ich jetzt SH01 Import. Wurde das also zugeschnitten, importiert in meine Datenbank, fertig sind wir. So, können wir also jetzt hier hingehen
Und wenn wir jetzt hier sehen, gibt es das QGIS-Projekt. Wo ist es? Wo ist es? Graubrot. So. Ziehe ich das rein. So, jetzt hat sich natürlich erstmal der Ausschnitt geändert. So, mal gucken hier. Auf Layer Zoom. Kennt das Problem? Ja. Eilenburg. Das soll es sein. Ich mache mir mal eine Karte dahinter. So, wieso sehe ich hier nichts? Gucken wir mal kurz rein in die Datenbanktabellen. Falsche Datenbank, Graubrot. OSM. Tabellen, Building. Das sieht eigentlich gut aus, dass da Daten drin sind. Mal her. Da sind Daten drin. Guck ich mal auf die Karte. Die sind aber woanders. Die sind nicht bei Eilenburg. Das könnte daran liegen, dass ich vergessen habe, die Datei zu speichern. Machen wir das nochmal. Daten. Ja, wir sind schon mal bei Eilenburg. Jetzt gucken wir mal, ob das im QGIS jetzt auch passt. Das richtige Eilenburg. Das ist natürlich die spannende Frage, wieso ich das jetzt nicht sehe. So, 32, 6, 33 ist das richtige Koordinatenbezugssystem. Nennt man wohl Vorführeffekt. Ich habe die Datenbankverbindung auch hier. So, wenn ich mir das jetzt reinziehe, Traffic, den Layer. Da ist er. Wieso zeigt er mir jetzt den nicht an? Na gut, dann machen wir das jetzt ein bisschen komplizierter. Eigentlich sollte er den jetzt richtig finden. Ich weiß gerade nicht, was er hat. Das kann natürlich auch sein. Was sagt hier die Attributtabelle? Es ist erstaunlich. Gut, dann machen wir das Ganze mal in langweilig. Zoom mal dahin. Jetzt zoomt er ja nicht mal dahin. Nee. So, hier sind uns jetzt schon unsere Daten. So, und dann machen wir das jetzt ganz langweilig. Stil kopieren, Stil einfügen. Warum auch immer. Ich hätte noch eine Idee, wie ich das vielleicht noch intelligenter mache. Wir können nochmal die Reload Data Source machen hier. Ich sehe es. Gut, ich habe sie in die falschen Projektionen da reingespeichert. Dann erklärt das jetzt alles. Ich will sie in der 32.6 haben. Also 32.6, 33. Noch einmal das Ganze, dann wird das auch funktionieren.
So. So. So sollte das sein, ne? Also, genau, wir haben also schon einfach jetzt mal eine Karte für Eilenburg, wo jetzt halt schon das Ziel hinterlegt ist, wo dargestellt ist ja die Places, also die Ortsnamen sind dargestellt, die Grenzen, da haben wir anscheinend ja nicht so viele, dann die ganzen Verkehrswege sind dargestellt, ich habe den Layer Traffic genannt, um das klar zu machen, okay, es sind die Eisenbahnen und die Straßen und die sind in einem Layer, damit man die Brücken und Tunnel richtig darstellen kann. Dann Berge, haben wir wahrscheinlich hier nicht so viele. Doch, hier sind ein paar. Es sind noch die Wasserflächen. Ich lasse die mal weg. Und die Gewässerlinien da vorhanden. Genauso der Wald. Grass. Und Building. Ist also alles schon vorbereitet, signaturiert. Dass man jetzt eine fertige Karte hat, wo man sagt, okay, ich könnte jetzt noch wieder hier die Freistellung aktivieren, dann sieht das schon ganz vernünftig aus. Was ist jetzt im Hintergrund passiert, um das ein bisschen jetzt zu erklären, was los ist? Es wird also hier einmal aufgerufen, Osmium, schneidet das einfach zu. Das hier, OSM-PGSQL, nutzt das Flex-Backend und verweist hier auf die Datei graubrot-lua, wo die Transformation der OSM-Tags eine Datenbank-Tabellen und wendet das hier auf die zugeschnittene Datei an. Das ist der Punkt auch, wo ich mir selber gerade das Bein gestellt habe. Ich habe vergessen, dass ich gestern wahrscheinlich beim Ausprobieren hier einen anderen EPSG-Code reingeschrieben habe, in den ich transformiere, und habe ich natürlich jetzt die Daten an der falschen Stelle gesucht. Hier ist festgelegt, in welches Schema die Daten importiert werden und welcher EPSG-Code genutzt wird. Anpasse, würden sie alle Daten in anderem Schema landen, hier würden sie in einer anderen Projektion landen und möglicherweise an der falschen Stelle, ist ein bisschen Umstellerei in QGIS. Und hier folgen dann die ganzen Definitionen für die Tabellen. Ich habe eine Tabelle hier, die nennt sich Forest. Das sind also die Spaltenname, Name EN, Geometrie drin. Die werden dann eingebunden. Geht dann so weiter. Ich habe eine für die Gewässerflächen, eine für das Grasflächen, für die ganzen Gebäude. Dann hier Traffic, ist ein bisschen komplexer, nehme ich Highway, Railway mit, den Namen, Ref, also die Bezeichnung, den Service Tag, Usage, Track Type, die Sichtbarkeit, Surface, ob es ein One-Way ist, ein Bridge, Tunnel und Layer. Sieht man schon, One-Way, Bridge, Tunnel mache ich einfach zum Boolean, vereinfache ich also und berechne auch die Z-Oder. Zusatz hier ist noch OSMC-Symbols, das sind die Wanderwegmarkierungen, die da mit reinkommen. So, verschiedene Indexes noch, die drauf gebaut werden. Waterway kommen auch noch mit hier. Genauso hier die Grenzlinien, das nochmal als Flächen, Adressen, Elevation Points, verstehe ich Berge, Sattel und Aussichtspunkte darunter. Und dann Places. Der erste Teil ist also hier die Definition der Datenstruktur, die aufgebaut wird. Als letztes hier halt noch für POIS. Relativ umfangreich. Und dann gibt es ein paar Hilfsfunktionen. Also wo ich sage halt Clean Tunnel, wo ich sage, okay, wenn Object Text Tunnel Yes ist, dann wird es True, Cool wird. Das meint also quasi so ein Durchlass, so ein großes Rohr, wo ich sage, ist okay, ist auch ein Tunnel für mich. Sieht man den Unterschied auf einer Karte nicht. Building Passage ist auch ein Tunnel. Flooded Tunnel, no. Ist kein Tunnel. Covered ist ein Tunnel. Avalanche Protector ist genauso ein Tunnel. Ich vereinfache also. Ich bilde ein neues Modell da aus. Genau das gleiche mache ich jetzt mit der Brücke. Wo ich sage, ich vereinfache das, wo ich sage, ich will diesen ganzen Fällen nicht im QGIS alles behandeln, wie jetzt mein Gänger. Ich mache mir das einfach automatisiert hier schon durch. Genauso mit One-Way. Also es gibt manchmal auch noch andere Werte. Ich sage hier einfach No or Yes, wären das dann so. Genauso die Layer-Reihenfolge, wie viel das nach oben oder unten geht, sage ich, ich will, dass es eine Zahl haben. Ich will das sicherstellen
und ich konvertiere das in eine Zahl. Und wenn das keine Zahl wird, dann sage ich, dann mache ich einfach 0 daraus, wenn da irgendjemand was Falsches reingeschrieben hat. So. Z-Order ist fürs Rendering ganz interessant. Die Formeln sind eigentlich bekannt hier. Habe ich mal versucht zu übernehmen. Genau. Ja, Text schmeiße ich noch bestimmte Dinge weg. Genauso wie ich hier Relationen bearbeite, damit ich hier Wanderwege bekomme. Und dann gibt es hier jeweils Funktionen für die ganzen OSM-Elemente. Process Node, Process W, die jetzt die einzelnen Tabellen befüllen. Also hier zum Beispiel prüfe ich auf Object Tags, Address House Number oder Tags Address Street. Führt halt zum Eintrag darin in der Tabelle Adresse. Passiert dann hier an den ganzen Variationen durch. Sieht man die Ws, kommen dann hier. Unten kommen dann die Relations, die dann zu Multipolygonen werden, je nachdem. So wird das Stück für Stück zusammengebaut, so dass ich letztendlich ein fertiges Schema habe, was man hier sieht, also die Tabellen, Address, Admin, Boundary Area, Building, Elevation Point und so weiter und so fort, die hier befüllt sind. Ich habe jetzt nicht alle in QGIS visualisiert, einfach ist die Basis dafür. So. Wenn man das nutzt, können wir also jetzt einfach eine Karte machen. Wir können jetzt einfach nochmal einen zweiten Ort machen. Zweiter Ort in Sachsen. Stolberg. Dann gehen wir mal nach Stolberg. So. Kopiere das hier. Setz das ein. So, Terminal. So, jetzt müssen wir nach Stolberg gehen. So, so soll das funktionieren. Also haben wir eine Karte von Stolberg jetzt. Teil 1, Datenimport, haben Sie gesehen. Jetzt wollen wir das Ganze doch nochmal generalisieren lassen, was ich soweit vorbereitet habe. Dafür gibt es jetzt ein zweites Skript hier. Das ruft im Wesentlichen drei SQL-Dateien auf, die vordefiniert sind und jetzt bestimmte Sachen machen. Eine erste spielt bestimmte Funktionen in die Datenbank ein, die ich dann brauche. Die zweite baut erstmal die Struktur. Die nächste macht dann die eigentliche Generalisierung. Ich kann sagen, zwei. So. Es läuft jetzt einen kleinen Moment länger, die Generalisierung. Wollen wir mal gucken. Ich erkläre mal ganz kurz, was meine Idee dafür ist. Meine Idee ist also quasi, ich spiele einmal diese Daten rein aus OSM, habe das OSM-Schema als Ausgangspunkt mit den rohen Daten und habe das jetzt einmal für ungefähr 25.000 vorgeneralisiert, ein Skript geschrieben. Ich sage, wenn mich die Muse küsst, Zeit ist, Ideen sind, es zu verbessern, habe ich mir überlegt, für 50.000, 100.000 auch mal Skripte zu schreiben, die entsprechend so die Daten aufzubereiten, um halt zu zeigen, okay, es geht auch dafür, wie das ist. Die sollen dann nach meiner Idee halt immer im jeweiligen Schema landen, um das so ein bisschen logisch zu trennen. Das ist so Generalisierungsidee, man hat so einen Ausgangspunkt für ein Ausgangsdatenmodell und davon leitet man das weiter ab. So. Ich habe jetzt in den letzten Jahren immer so ein bisschen SQL-Generalisierung erzählt hier und ich dachte, es ist vielleicht mal an der Zeit, das Ganze mal zusammenzupacken, das ganze Wissen nutzbar zu machen und da zusammenzubauen, um mal zu zeigen, so funktioniert das. Da muss man jetzt so ein bisschen mit den Werten spielen. Ich habe es versucht, ein bisschen zu kommentieren, zu erklären, was da passiert, um es ja, vorzubereiten. Man sagt, man will dann weiter optimieren, bevor man dann sagt, okay, man geht jetzt wirklich in die manuellen Anpassungen. Ich habe da auch schon ein paar weitere Ideen, aber Zeit ist knapp. Ideen gibt es immer viele. Demzufolge würde ich da auch einfach mal weiter basteln. Gucken wir mal, wie weit das hier ist. Ja, hat fertig generalisiert. Können wir also jetzt hier reinschauen, Map 25k, gibt es ein paar Tabellen und jetzt könnte ich zum Beispiel hier die Buildings mal aufmachen.
So, dann können wir auf der Karte. Ja, es zeigt immer nur so einen kleinen Ausschnitt. Also sieht man, die sind generalisiert worden. Ich würde jetzt einfach mal ins QGIS gehen und mal die Layer umklemmen auf die generalisierten. Sagen wir, fangen wir mit den Buildings an. Change Data Source. Und wie habe ich das genannt? Map-25k. So, jetzt kann ich mir ja auch einfach mal OpenStreetMap dahinter legen. Ja, also ich glaube, hier sieht man es zum Beispiel ganz gut. Da sind die ein paar Ecken verschwunden. Oder das hier vereinfacht. Genauso kann ich das jetzt auch mit den anderen Layer machen. Kann ich die jetzt umklemmen. Ich kann das auch hier... da machen wir es darüber. Gibt auch eine GUI dafür. Ich habe mir bloß jetzt das Plugin installiert. Das bietet einem das dann immer so an. Okay. Das vielleicht mal insgesamt drüber. Man sieht schon so ein bisschen die Generalisierung. Es ist nicht übermäßig, wie sie zuschlägt. Also gibt dann auch einfach Layer, die man hier umklemmen kann, und dann hat man schon eine vorgeneralisierte Karte für diesen Maßstab. Genau, das ist also im Wesentlichen das Projekt. Ich könnte jetzt einfach nur sagen, ich mache jetzt noch hier die Freistellung wieder aktiv. Wo ist das hier? Ich will es da freistellen. So, und bei dem Traffic Layer muss ich wieder die Häkchen setzen. Das ist leider ein bisschen nervig bei QGIS, wenn man über die Versionen hinweg das speichert, klappt das nicht. So, sieht man also, hier wird das schon besser, viel besser lesbar, dass wir hier in Stolberg sind. Genauso hier, die Ortsteile wären dann besser lesbar. Genau. Was bleibt mir also hier noch zu sagen? Klar, ich habe jetzt erstmal einen Prototyp gebaut. Der steht unter der MIT-Lizenz frei zur Verfügung. Können Sie ausprobieren, können Sie testen, können Sie damit spielen. Ich habe klar noch meine eigene Wunschliste, wo ich sage, ich will an der Generalisierung noch ein bisschen besser weiterschrauben. Ich will vielleicht auch noch, ja, sagen, Änderungen festhalten, wie ich irgendwelche Anpassungen gemacht habe. Es gibt noch diverse Ideen, was ich vielleicht machen möchte, aber das ist dann halt ein bisschen zeitabhängig, wo ich sage, brauche ich das mal für die Studenten, kommt das nicht. Ist also die Frage, was wäre aus Ihrer Sicht noch interessant, was könnte man mal machen, darüber könnten wir diskutieren. Oder, ja, wo Sie sagen, es fehlt noch der eine Layer, wo Sie sagen, das wäre noch cool, um das da mal richtig zu nutzen. Test. Super. Danke, Matthias, für deine Demo. Ja, haben Sie denn noch ein paar Fragen? Okay, kleinen Moment. Können wir bitte einmal durchreichen? Dankeschön. Unten nochmal drauf drücken.
Jetzt vielleicht? Ah, ausgezeichnet. Nur eine kleine Frage. Die Generalisierung ist eine Simplifizierung von den Geometrien. Das habe ich gerade richtig verstanden, oder? Dass man einzelne Nodes rausnimmt, damit die Geometrien weniger komplex sind, oder? Wir können da gerne nochmal reinschauen. Das sind weniger komplex. Das ist, ja, wir können mal reinschauen, was da alles passiert, ne? Wenn ich mir sage, zum Beispiel bei dem Wald. Es ist jetzt nicht nur, dass ich Punkte rausschreibe, es ist nicht nur, der Douglas Polka ist ein bisschen komplizierter. So. Ich fange hier an, dass ich quasi erst sage, ich erweitere erstmal den Wald. Habe jetzt gesagt, ich mache ihn, lasse ihn um 10 Meter erweitern. So. Nachdem der Wald gewachsen ist, clustere ich. Meine Idee ist damit, wenn der Wald gewachsen ist, wenn ich da so schmale Schneisen drin habe, irgendwelche Straßen, die sind dann zugewachsen, dann fasse ich die Objekte zusammen, die sich jetzt überlappen. Und dann sage ich, okay, jetzt Objekte, die sich überlappt haben, auflösen. Jetzt habe ich natürlich Objekte, die sind viel zu groß. Und jetzt schrumpfe ich sie wieder zurück, ein bisschen kleiner und ein bisschen größer. Durch das Schrumpfen habe ich den Vorteil, ich mache auch einfach schon ein bisschen Ausstülpungen, also Einstülpungen und Ausstülpungen raus. Das ist ganz gut, was schafft der Douglas Polka nicht. Und am Ende habe ich quasi plus 10 gemacht, minus 20, plus 10, habe also wieder 0. Habe anliegende Objekte zusammengefasst und denke mir so, okay, das geschafft. Danach will ich jetzt sagen, okay, ich will jetzt die Multipolygone, die ich habe, auflösen in Single-Polygone, damit ich als nächstes eine Flächenauswahl machen kann. Weil ich im Multipolygon eine Flächengröße berechne, kann es sein, es gibt die kleine Klinse und dann das große, aber ich werde die kleine Klinse weghaben. Also mache ich die kleine Klinse weg, im Zweifelsfall. So, dann gibt es eine Sieve-Funktion, die ich selber mal bei Mapbox gefunden habe. Die zerlegt einen Polygon in seine Ringe. Und da gucke ich, jetzt hat das irgend so einen Ring mit so einer Fläche, so quasi so einer Lichtung innen drin, die zu klein ist, und schmeißt die raus. Kommen die weg. So, und zum Schluss, weil ich durch das ganze Puffern vielleicht auch noch Punkte zu viel mit drin habe, sage ich, okay, ich mache wieder ein Simplify von 5 Metern, schmeißt es raus und so habe ich am Ende letztendlich auch weniger Stützpunkte als vorher, aber ich habe Geometrien zusammengefasst, ich habe so kleine Lichtungen, Löcher in Polygonen rausgeschmissen und ich habe jetzt irgendwelche kleinen Lichtungen damit geschlossen. Ich kann mal einen Kartenausschnitt importieren, wo man das vielleicht noch ganz gut sieht. Das ist zum Beispiel ein, was ich sage, das ist so ein bisschen Generalisierung, die ich da mal reingebaut habe, die ich in den letzten Jahren so entwickelt habe und die ist da jetzt mit drin. Genau das Gleiche passiert halt mit den Gewässerflächen auch so. So. Ja, das ist ja deutlich komplexer, als ich es eben verstanden hatte mit dem, ne? Also, ja, gut, cool, klar, ja. Ich hätte es auch noch erzählen können, aber ja, bei Generalisierung denken viele Douglas Polka und ist gut, aber genau, nee. Ja. Genau, ich zeige mal, importiere das nochmal. Gehen. Und mal gucken, wann er durch ist mit der Polygongeneralisierung. Die Tabelle ist jetzt, also die Struktur bleibt immer bestehen, bloß die Tabelle wird dann geleert, wenn die Generalisierung anläuft und jetzt neu befüllt. Das hat den Vorteil, dass das QGIS nicht meckert, der Layer ist jetzt verschwunden, sondern er bleibt einfach da, wird aber nicht angezeigt. Das kann ich mir. Jetzt ist er fertig mit der Generalisierung. Ich mache mal alles andere aus hier. Dann können wir uns das mal für den Wald anschauen. Ich kann mir ja als Vergleich mal die ungeneralisierten Daten aus der Datenbank reinziehen. OSM Forest. Das mag er anscheinend nicht. Ich lade mal hier neu. So. Machen wir das vielleicht einfach mal unausgefüllt.
So, sieht man zum Beispiel hier, schwarz darüber. Hier geht eine Bahnstrecke bei Dresden durch. Das ist also jetzt zugewachsen durch meine Generalisierung. Und die kleinen Inselchen sieht man auch, ne? Genau. Genau, die sind da auch raus. Also man könnte jetzt auch einfach da hingehen und die Werte bei der Generalisierung anpassen und dann würde das natürlich auch, ich sag, diese Inselchen sind mir noch zu klein, dann kommen sie raus. Das ist zum Beispiel ein was ich hier mache. Soll ich mal die anderen durchgehen? Dann gucken wir mal weiter. Es läuft auch noch. So, was haben wir hier? Das Wasser passiert genau das Gleiche. Die Flächen für die Grasflächen passiert genau das Gleiche. So, die Gebäude, es ist ein bisschen anders. Basiert auf dem Idee quasi, ich fasse die Gebäude zusammen, die aneinander angrenzen. Ich mache hier ein Clustering, DB-Scan. Finde erstmal angrenzende Gebäude, habe eine Cluster-ID und sage, okay, mache ein Union darauf auf die Cluster-ID und dann nehme ich die angrenzenden Gebäude zusammen. Die bekommen von mir eine Nummer als ID, sage, okay, ich habe die angrenzenden Gebäude zusammengefasst. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier schauen, ich ziehe mal rein, genau die gleiche Idee. Mal hier, Dresdner Neustadt mit Blockrandbedauerung sieht man so, okay, diese ganzen, das sind alles einzelne Gebäude, was ja richtig ist, aber an der Karte, wo man sagt, da will die einfach gemeinsam sehen. Und wenn ich diese mir anschaue, hier die generalisierten Gebäude, sieht man jetzt ganz gut, das ist also alles ein großes Gebäude geworden und dann habe ich angefangen, das zu vereinfachen. Ich habe da mal vor einiger Zeit einen Tipp bekommen, wie man das machen kann. Das kann man nämlich ganz gut mit einem Buffer machen. So, aber jetzt nicht mit den runden Ecken. Man kann ja auch sagen, man kann einen eckigen Buffer haben. Und ich mache das also okay. Ich schrumpfe sie erstmal, minus 3 Meter, nicht ganz so krass. Endcap flat, join mitre, bleiben sie eckig. Also eckigen Buffer. Mache ich sie wieder ein bisschen größer. Also ich mache sie erst wesentlich größer. Und dann schrumpfe ich sie wieder zurück. Also genau das Gleiche, was ich mit dem Wald mache, hat aber eine ganz gute Vereinfachung zur Folge. Wenn man sich hier die Gebäude anschaut, sieht man ja, das ist deutlich einfacher geworden. Hat aber manchmal das Problem, dass es solche doofen Ecken entstehen. Es funktioniert in 90% der Fälle. Es gibt jemanden, der hat eine ganz coole Funktion dafür geschrieben, die besser funktioniert. Muss man sich aber installieren, dauert länger, wo ich sage, das funktioniert einfach schon hinreichend gut, wo man sagt, ja, ist besser, als wenn man diesen Douglas Perker darauf losgelassen hätte. Aber es sieht jetzt mehr aus wie eine Karte. So, geht dann weiter. Dass ich hier sage, okay, eine Vereinfachung, Simplify with Wallingham, dass ich noch überflüssige Punkte rausschmeiße. Und danach habe ich das Problem manchmal, dass ich ungültige Geometrien habe, weil es gibt zum Beispiel Gebäude, die sind nach diesen Puffern zusammengefallen, da steht Geometry Empty drin, sage ich, okay, schmeiß die raus, die sind kollabiert, die sind weg. So, dann habe ich aber das Problem dadurch, dass ich manchmal so ganz lange, schmale Gebäude habe, die verschwinden, wo ich sage, wir sind manchmal auch groß. Deshalb gibt es hier einfach nochmal die Abfrage, gibt es da irgendwelche Gebäude, die so total verschwunden sind, die aber größer als 100 Quadratmeter sind? Ich sage, such dir die raus, nimm die rein, die sind wahrscheinlich genauso groß. Genauso gibt es Gebäude, da habe ich jetzt so eine Zwischengröße überlegt, wo ich sage, da mache ich jetzt ein abstraktes Quadrat rein. Kann mal reinschauen, ich finde hier das zum Beispiel, hier ist das ganz schön, das ist so ein Villenviertel, die wären zu klein. Wenn man sich jetzt hier anschaut, diese Gebäude hier, das sind alles so jetzt kleine, so Rechtecke geworden teilweise, wo ich gesagt habe, ihr seid zu klein, ich mache euch zum Punkt, ich mache aus dem Punkt einen Buffer und diesen Buffer drehe ich einfach nach der Gebäudehauptachse wieder. Und so sehen die so aus, als wären die eingenordet worden. Wenn man so in der topografischen Karte 1 zu 50.000 schaut, gibt es dann gerade die Einfamilienhaussiedlung, die sehen dann hier so oft aus. Wir könnten jetzt auch den Wert einfach höher stellen, den Schwellwert, oder sagen, es soll nur auf Gebäude angewendet werden, die eine Hausnummer haben.
dann ergibt sich halt noch ein besseres Bild. Da würden halt hier die Schuppen oder Garagen, die halt digitalisiert sind, noch wegfallen. Das ist halt eine Möglichkeit, die ich habe. Nehme ich zusammen und schmeiße dann da rein. Genau. Bei den Bergen habe ich mir noch Folgendes überlegt. Suche ich mir welche raus, Peak oder Vulcano. Es gibt manche Berge, die sind nur als Vulcano getaggt. Gibt auch irgendeinen Vulkan in der Nordsee, den irgendjemand eingetragen hat, den man dann immer findet. Ne? Und ich hatte halt mal die Idee von der topografischen Dominanz abgeleitet, wie es die Open Topo Map macht. Ich mache das Ganze nicht auf dem Geländemodell. Ich gucke jetzt nicht. Topografische Dominanz ist der Berg und er guckt, wo ist am Hang der nächsthöhere Punkt. Ich habe gesagt, scheiß auf das Geländemodell. Ich gucke nach dem nächsthöheren Berg und nehme die Distanz. So war ein Teil meiner Promotion, habe ich gesagt, ich habe das Discrete Isolation getauft. Ist einfacher, ist da zu berechnen und dann kann ich halt Folgendes machen. Ich kann halt gucken, die Abstand von einem Berg bis zum nächsthöheren Berg. Man kann sagen, also okay, wenn du im Umkreis von einem Kilometer der höchste Berg bist, dann bist du jetzt der interessante Berg und nicht alle, die darunter. Das lässt sich aber auch andersrum anwenden auf Städte, wo man sagt, okay, man will jetzt sagen, man hat die ganzen Dörfer und zwischen Dresden und Berlin gibt es viele Dörfer. Und keine, nicht so viele großen Städte, aber da sind die Dörfer wieder relevant. Dann kann ich sagen, ich will jetzt alle 10 Kilometer ein Dorf sehen, was da gerade das größte ist mit der höchsten Einwohnerzahl. Kann man auch für Analysen verwenden, wenn man zum Beispiel sagt, okay, man will jetzt den Ort haben mit den meisten Touristenzahlen. Also das ist dann so ein Analysemaß. Kann man zum Beispiel hier auch dann auf die Peaks anwenden. Elevation Point, kann man mal gucken. Haben wir auch ein paar. Machen wir die Basis wieder rein. Und dann könnte ich jetzt hier zum Beispiel reingehen, mir einen Filter definieren. Achso, ich muss das noch auf den anderen Layer umklemmen. Dann sehe ich das auch. So. F. Und dann kann ich jetzt sagen, Discrete Isolation, dann sieht man, 500 Meter. Ich sage jetzt mal alles größer als ein Kilometer, wie ich gerade gesagt habe. Okay. Und dann habe ich eine Auswahl an Bergen getroffen und habe jetzt nicht mehr jeden Hügel drin, den da irgendjemand eingetragen hat. So. Weitere Idee, die ich hatte, dass man berechnen könnte, weil ich es auch mal gebraucht habe für ein Gebiet, so quasi bebaute Flächen, wo ich überlegt habe, ich berechne mir da jetzt so eine Fläche. Ich kann jetzt die mal direkt reinziehen, da gibt es kein Layer vorher dafür. So ungefähr die Fläche berechnet aus den Gebäuden, die bebaut sind. Könnte man jetzt ganz gut schön darstellen, weil ich sage, es hat keine durchgezogene Linie, sondern ein bisschen heller. So. Meinetwegen. Und wenn man jetzt die Gebäude darüber legt, dann kann man dann schon. Ach nee, andersrum besser. Und dann kann man schon so ein bisschen erkennen, dass sich das sehr nach den Gebäuden richtet. Macht da Folgendes im Hintergrund. Ich nehme erstmal die Gebäude, buffere die reichlich. 40 Meter lasse ich die wachsen, dass die zusammenwachsen und sage, danach machen Clustering und habe ich riesige Gebäude. Schmeiße sie zusammen, vereinfache das halt nochmal, mache das zu einzelnen Features, mache eine Auswahl nach der Größe und speichere sie. Und so habe ich einfach eine grobe Approximation, wo Gebäude sind und muss nicht mehr jedes einzelne Gebäude darstellen. Hat halt den Vorteil, dass ich da Auswahl habe. Und wenn man das dann für 50 anpassen wollte, statt 25 würde man dann sich so eine Kopie von der Datei erstellen oder einfach die Bufferwerte bzw. Genau, eine Kopie erstellen genau. Am besten und dann halt die Werte anpassen. Modifizieren, genau, ja. Cool. So. Matthias, wir hatten noch ein paar Fragen aus dem Chat bekommen. Ja. Und zwar, die eine Frage war, ist doch eine Linienverdrängung implementiert? Nee, habe ich noch nicht so weit. Bin ich noch nicht happy mit dem, was ich habe. Okay.
Und die zweite Frage war noch, wie könnte man Hill-Shading reinbringen? Hill-Shading? Also ich hätte jetzt, wir sind ja beim Kato-Hack, ne? Also ich sage jetzt, ich gehe jetzt Open Topography, gehe ich dahin und dann suche ich mir ein Geländemodell raus und dann berechne ich mir da die Schimmerung. Mal gucken, Data, Find Data. So, Select Dataset. Was ist am schönsten? Das COP30 ist am schönsten eigentlich. So, Select the Region. Ein Stück raus. Und dann kann ich mir das hier runterladen. Na? Nee. So, das bitte. Ja, die Region runterladen, GeoTIFF, Demo. So, das COP30 ist leider von der Lizenz so schrecklich, dass man das nur für eine Demo einsetzen kann, aber es ist relativ sauber. Wir können das jetzt mal ins QGIS reinziehen. Anderes Fenster, Downloads. So, haben wir das einmal drin. Jetzt kommt das erstmal im WGS84 daher. Muss man also noch umprojizieren. Ziel KBS ist das Projekt KBS. Auflösung sind 30 Meter. Umprojizieren. Nicht nächster Nachbar. Wir haben es mit kontinuierlichen Daten zu tun. Kubisch. Starten. So, haben wir das reprojiziert. Sieht man das ja schon ganz gut. Und jetzt können wir sagen, okay, jetzt machen wir einfach mal Hillshade. Kann ich eine Schummerung berechnen? Nee, die sieht nicht schön aus. Ich habe den falschen genommen. Genau, wenn man den unprojizierten nimmt, dann sieht es schöner aus. Genau. So, jetzt kann man das natürlich noch ein bisschen schön anpassen. Dieses Graustufen sieht hässlich aus, sieht man leider auf genug Tafeln. Ich sage dann immer, okay, einpacken kann er als Pseudofarbe. Und dann muss man halt gucken, dass man das schön anpasst. Diese Schummerung, die hier genutzt wird nach der Formel von Horn, hat so die Eigenart, dass bei 80% da, das ist der Ebenenton ist, der sollte möglichst weiß sein. Darunter kann man also bläulich irgendwas darstellen. Also ein bisschen dunkler. Ein bisschen dunkleres Blau. So. Ist immer noch sehr lila. Ja. So, und da gegenüber so die scheinbar sonnenbeschienene Hängesache kann man immer sich so merken, macht man eher hell, so ganz leichtes Gelb. So, ne? So. Okay. Sieht man erstmal, die Visualisierung ist natürlich jetzt hier, ist gerade nicht super viel los, abgesehen von da unten. Und wenn ich jetzt noch das sage, ich stelle das hier um auf Multiplizieren, dann sehe ich erstmal das Reprojizierte drunter, dann sehe ich hier noch das andere.
Ah, ich habe meine Daten an der falschen Stelle abgeschnitten. Aber man sieht hier, Geländedarstellung. Muss man sich selber berechnen, ist jetzt nicht mit integriert. Könnte man vielleicht mal machen. Jo, danke nochmal fürs Zeigen. Gibt es denn hier aus der Runde nochmal Fragen? Nee? Okay. So, an der Stelle dann nochmal vielen Dank, Matthias, für die Darstellung und Ihnen noch einen schönen Abend.